haben hier die Vespa GTS Super 300. Das ist nicht die kleinste und nicht die leichteste Vespa, aber gerade wenn man vom Motorrad umsteigt, macht das natürlich mehr Sinn und viel mehr Spaß. Sie bietet mit ihren 24 PS und 300 Kubik Hubraum deutlich mehr Leistung als bisherige Vespa. Und wie wir bekanntlich wissen, ist Hubraum durch nichts zu ersetzen. Sie hat ein paar Details, die schon in den 50er Jahren einen Motorroller besonders beliebt gemacht haben, unter anderem einen Viertaktmotor und den elektrischen Starter. Die Automatik funktioniert unglaublich toll und zwei Bremsen mit dem ABS bieten zusätzliche Sicherheit in allen Situationen. Das Fahren mit dieser Vespa hat total viel Spaß gemacht und sie lässt sich in der Stadt sehr, sehr souverän bewegen. Aber auch Strecken aus dem Umland oder Wege zur Arbeit kann man damit angenehm bewältigen. Mit 120 km/h ist sie auch diesen Entfernungen problemlos gewachsen. Abschließend würde ich sagen, diese Vespa ist ein wirklich toller Roller.